Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lin. Ja, ich habe gerade wieder geguckt und gesucht und ich habe aber diesmal kein Deck gefunden, das mir irgendwie gefällt oder wo ich weiß, dass ich die Karten habe. Ich habe ein paar Decks gefunden, die mir gefallen, aber da fehlen mir die Karten für. So sieht es aus. Jo, was haben wir denn gemacht? Mindestens 13 verschiedene Decks habe ich gebaut und schon im Video mit euch zusammen durchgekaut und noch ein paar weitere, die ich aber schon wieder gelöscht habe. Und da wollte ich mal so ein bisschen Resümee ziehen oder so mein Fazit. Das neue Add-on gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Muss aber ehrlich sagen, dass die meisten Decks, die ich hier ausprobiert habe oder euch gezeigt habe im Video, entweder sehr, sehr schwer zu spielen sind, insbesondere ohne Deck-Tracker, das ist halt auch das Ding, ne? Viele Kombinationen sind so krass, dass man da schon, dass das schon ein immenser Vorteil ist, wenn man weiß, was man schon gezogen hat und was noch im Stapel ist und so weiter. Wie auch immer. Und es gibt halt meiner Meinung nach Decks, die man ohne Deck-Tracker schon gar nicht spielen kann, schon fast. Weil die einfach zu kompliziert sind. Ne? Hier gerade hier Miracle Rogue mit Mechasoon. Also letzte Episode, habt ihr gesehen, ich kriege das überhaupt nicht hin. Ja, andere Decks dafür fand ich sehr, sehr, sehr cool und sind super solide. So oder so, mit Deck-Tracker oder ohne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch zwei verschiedene Odd-Paladine probiert. Ich habe zum Beispiel diesen Odd-Paladin hier gespielt. Und ich habe den Odd-Paladin vom guten Crip gespielt. Die unterscheiden sich teilweise nur minimal. Aber ich muss sagen, dass das mit dem Crip, das Deck hier, deutlich schwieriger war und unerfolgreicher. Deswegen werde ich das hier jetzt schon mal löschen. Dann habe ich nur einen Odd-Paladin, weil langsam wird es eng hier. Der Big Druid, der hat mir auch nicht so richtig gefallen. Ne? Das war so ein bisschen Hadronox-Idee. Da habe ich ja sogar noch den Meister Eichenherz hergestellt, weil ich mir dachte, früher oder später möchte ich nochmal einen Hadronox-Druiden machen. Das wäre eigentlich auch nochmal eine Idee, ne? Das wäre eigentlich auch nochmal eine Idee. Nächste Episode werde ich nochmal versuchen, einen Hadronox-Druiden zu machen. Ja. Das muss ich mal aufschreiben, damit ich das jetzt nicht vergesse gleich. Im Eifer des Gefechts. Weil oft ist es so, ich sag irgendwas im Video, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich es doch wieder vergessen. Und das wäre halt blöd. Ja, dieses Deck hier war jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich gut. Das Problem ist auch, dass mir für dieses Deck hier auch zwei Karten, glaube ich, gefehlt haben. Zwei legendäre. Und das deswegen auch nicht so gut funktioniert hat. Ah, ja. Big Druid. Könnte man vielleicht nochmal ausprobieren, ne? Könnte man vielleicht nochmal ausprobieren. Aber ich denke, momentan nicht. Das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Deswegen, ja. Boah, wie war das nochmal mit den Zuloks? Ich habe den Trump Handbuff Zu gemacht. Aha, aha, aha. Und ich habe den Doomsday Zu gemacht. Also wenn ich das so sehe, dann scheint mir der Doomsday Zu ein bisschen cooler zu sein.
Aber ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Aber wer da Bock hat, der kann das Video auch sehr gerne pausieren und das nochmal so ein bisschen vergleichen. Hier hat man natürlich die Meerriesen drin, die beiden. Zweimal Verdammniswache und so. Und hier geht man dann eher auf diese hier Geschichte. Ja, ich entscheide mich jetzt aber erstmal dafür, den Trump-Zoo wegzumachen. Priesterdeck habe ich ja sonst keins, dann behalte ich das mal. Dr. Token Meter behalte ich jetzt auch mal, da kann ich noch mal ausprobieren. Exodia Mage, ne? Wollen wir da noch mal ran? War natürlich eine ziemliche Katastrophe, ne? Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Aber vielleicht traue ich mich da noch mal ran. Was das Deck hier betrifft mit dem Rogue, ne, bin ich ganz ehrlich, letzte Episode ist bestimmt cool. Es gibt bestimmt irgendwelche Pro-Gamer-Freaks mit Deck-Tracker, die das hier super gut hinkriegen, aber mich hat das Deck extrem überfordert. Und deswegen mache ich das jetzt auch erstmal weg. Und jetzt habe ich dann quasi noch zwei Druiden-Decks, noch zwei Jäger-Decks, die mir beide sehr, sehr gut gefallen haben. Also die Jäger-Decks hier, die waren beide witzig. Also die würde ich auch sehr gerne beide noch behalten und spielen. Sowohl das als auch das hier. Das war sehr, sehr cool. Das war sehr, sehr cool. Ja. Würde ich jetzt behalten. Ja, Odd Paladin habe ich mich bereits für den entschieden. Und dann haben wir natürlich noch den Evenmecha-Soon. Das erste Deck, was ich gespielt habe mit dem Add-on. Ja, das könnten wir auch nochmal auspacken, ne? Wieso nicht? Wie ist denn die Combo hier überhaupt? Auf jeden Fall irgendwas hier mit. Vernichtet alle Diener, werft eure Hand ab. Ja. Genau, und Blutblüte. Der nächste Zauber, den in diesem Zug wirkt. Also erstmal zweimal mit dem Mechatroniker den hier günstiger machen, dann kostet er 8. Dann hat man noch zwei Mana für die Blüte, macht man Blüte und dann Kataklysmus, ne? Puh. Schwer hinzukriegen, aber bin ich zuversichtlich. So. Ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt geht's erstmal weiter. Jetzt mache ich einen Hadrenox-Druiden und dann kauen wir nochmal die ganze Deckreihe durch. Und dann ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht fällt mir bis dahin wieder was ein. Peace out.